Und einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei FIFA 17 The Journey mit Alex Hunter. Ja, im letzten Spiel, was war da los, Freunde? Ich weiß es nicht. I hope you are all well rested and ready for training today. Ja, natürlich sind wir ready, Dino. Wir sind richtig ready. So ready, dass wir uns heute erstmal ein paar Schussübungen raussuchen, um nämlich ein bisschen das Zirkeln zu üben. Lupfer, Chancen verarbeiten, Kopfbälle und Volleys. Schussgenauigkeit, das brauchen wir. Schussgenauigkeit und Dribbling wäre vielleicht nicht so schlecht. Enge Ballführung, Ballbesitz halten, Tempo-Dribbling, durchsetzen. Ah, vielleicht machen wir doch zweimal Schuss, das wäre ganz nice eigentlich. Das ist vielleicht ganz wichtig. Weitschüsse werden wir nochmal üben. Und damit werden wir heute durchstarten. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir legen jetzt erstmal los mit der Schussgenauigkeit. Und ja, im letzten Spiel erstmal einen richtig geilen Hattrick da rausgehauen. Und wir haben, glaube ich, so eine kleine Geheimwaffe vom Alex gefunden. Hoffe ich zumindest. Und deswegen werden wir jetzt in den nächsten Folgen hier immer so ein bisschen gucken, oder zum Beispiel beim freien Training, dass wir dann gucken, dass wir dann diese Schüsse üben. Weil diese Zirkeldinger, seht ihr selbst, die sind mega gut. Zack! Die sitzen einfach. Und auch die Weiten, mehr geil. Mehr geil. Auf jeden Fall, Kevin. Ich bin so aufgeregt, dass es so gut geklappt hat in den letzten Spielen. Jetzt geht's natürlich, Cardiff hat gestolpert in den letzten Spielen. Und wir sind jetzt bis auf einen Punkt wieder rangekommen, sind aber trotzdem dann erst Dritter, wenn wir dann Cardiff überholen. Aber das macht ja nichts. Zack! Das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, wir pirschen uns langsam an die Tabellenspitze heran. Das dürfte das Wichtigste sein. Sehr nice, Alex. 15.000 Punkte in der ersten Übung rausgehauen. Direkt mal das A. Und jetzt kommen natürlich noch die Weitschüsse dazu. Schieße auf die offenen Torbereiche. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt der Ball. Mehr Punkte gibt es, wenn du den Ball knapp neben den Pfosten platzierst oder Ziele triffst. Hahaha. Ja klar, Kevin, das freut uns ja aber. So, dürfte ich jetzt bitte weitermachen, Spiel, oder was sagst du jetzt hier? Ah, dankeschön. So, Freunde, ab geht's. Da wollen wir doch mal. Bam! Und bam! Sehr schön. Gleich kommt die Weite natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Seht ihr schon, das Feld verschiebt sich weiter nach hinten. Und man muss ein bisschen besser zielen. Das ist jetzt nämlich gerade ohne Hilfe Trainingseinheit. Ohne Steuerungshilfe. Man muss selber zielen und den Ball ins Tor platzieren. Aber das können wir mit den Zirkeln ganz gut, Alex, ne? Zack! Guck dir das mal an, das ist ja so geil. Das ist so geil einfach. Was für Schüsse der raushaut. Bam! Einfach nice. Ich denke, wenn wir da weiter dranbleiben mit dem Training, dann könnte das richtig eine richtige Geheimwaffe werden. Also Geheimwaffe nicht mehr, aber guckt euch das mal an. 23.000 Punkte. Im ersten Versuch. Obwohl das auch schwer war jetzt. Und genau da müssen wir anknüpfen. So, nochmal die Schusskraft und alles in dem Bereich verbessert. Und jetzt, Freunde, geht's, glaube ich, zum nächsten Spiel. Huiuiui, ich bin gespannt. Gegen wen geht's ran? Gegen Burton. Die sind 15. Okay, das dürfte eigentlich ein machbarer Gegner sein. Und natürlich wieder eine wichtige Aufgabe für uns, weil wir müssen ja Punkte gut machen. Und müssen einfach die 3 Punkte wiederholen, dann ist alles gut. Und Social Media ist immer noch vom letzten Spiel begeistert. Ich habe immer gesagt, Alex Hunter hat's drauf, schon seit Juniorentagen. Aber hat mir jemand zugehört? Nö. Ja, abwarten, mein Freund. Erstmal dranbleiben mit der Leistung, dann können wir später weiterreden. Jetzt geht's erstmal nach Burton. Und ab auf die Mission. 3 Punkte. Es regnet auch ein bisschen, aber es macht uns nichts. Wir kämpfen heute. Und genau so gehen wir ins Spiel. Ich finde die Auswärtstrikot von Newcastle finde ich eigentlich ganz schick, ey. Finde ich eigentlich ganz schick. Und dann, wenn der Alexander da so drin rumrennt. Oh, schade. Das war ein bisschen überhastet, aber ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, wir wollen die 3 Punkte, aber wir wollen ja nicht überhastet hier jetzt an die Sache herangehen. Immer ganz ruhig bleiben. Ah, die sind offen hinten, ne? Guckt euch das mal an. Jetzt nur noch einer in der eigenen Hälfte von denen. Wenn wir da den Ball nach vorne kriegen ganz schnell, dann... Ja, das war natürlich jetzt nicht so gut. Aber gar kein Problem. Wir haben das Köpfchen, wir haben die Ruhe. Wir machen das schon. Genau so. Zack. Jetzt müssen wir den Konter hier rausfahren. So, kreuzen wir das Ding. Nein!
Ah, oh, schade. Schade, schade, schade. Aber wir haben den Einwurf. Alles cool. Schön. Oh. Eckball vielleicht. Drauf da, Jungs. Schön die Anspielstation decken. Und dann haben wir den Ball, meine Freunde. Genau so muss man in die Zweikämpfe gehen. Ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen den Riecher für langsam. Es steigert sich. Es steigert sich. Die Qualität unserer Spieler steigert sich. Alex, ich bin bisher sehr stolz. Jetzt Geheimattacke vielleicht. Alter, das war doch mal ein Foul. Das war ein mega Foul. Bist du, bist du verrückt? Hör mal, ich glaube, es hackt hier. Wir dürfen wahrscheinlich eh nicht schießen, oder? Oh, 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 da kommt er viel zu spät. So. Können wir das reißen? Oh, schade. Schade. Aber sehr gut ins Spiel reingefunden bisher, finde ich. Wir sind auf jeden Fall hier am Drücker. Müssen, wie gesagt, nur aufpassen, dass wir nicht zu viel auf einmal wollen. Und müssen hier unsere Konzentration nutzen, um hier vielleicht was zu reißen. Zack. Na, wohin? Ich biete mich an. Was war das denn? Achso, ah, abseits, okay, alles klar. Ich dachte, der wäre auch eigentlich für mich, deswegen war ich da jetzt ein bisschen verunsichert. Aber macht ja nichts. Komm, Leute, weiter, genau, sehr gut. Unten kommt er. Ah, ich wollte gar nicht passen. Oh! Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Position für uns gewesen. Oh, sauber. Sehr schön gespielt. Sehr gut, Jungs. Und vor allem sehr, sehr wichtig. Wir sind auf Mission 3 Punkte, Mission Aufstieg. Und ja, das ist einfach schön. Also bisher in den letzten Spielen, da läuft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke mal, wir haben uns auf jeden Fall mit dem Team schon sehr gut zurechtgefunden und die Abstimmung stimmt, die Disziplin stimmt, die Konzentration stimmt, alles passt bisher. Und ich hoffe, das geht so weiter. Oh, ist das schön, das ist ja ein Augenschmaus. Alex, sauber! Wollte ich vielleicht ein bisschen zu viel gerade im Sprint. Sind natürlich auch nicht der schnellste Kerl, ne? Und, jawohl, jetzt vielleicht. Oh, nein, ich wollte gerade schießen. Der Pass war doch eigentlich gar nicht so schlecht, der von ihm kam, dass wir den jetzt nicht enden annehmen können, oder? Also, ich fand den eigentlich ganz gut. Na, komm her, Schnuggi. Wir ziehen langsam die Schlinge enger, sodass du keine Anspielstation mehr hast und dann ist der Ball weg. Wie eine Schlange. Wie eine Schlange. Wie so eine Würgeschlange. Ziehen wir die Schlinge enger, mein Freund. Oh, ist das schön. Das ist ja richtig Kurzpass-Doppelspiel hier. Tiki-Taka vom Feinsten. So. Oh, da haben wir ein bisschen Platz. Schade. Schade, schade, schade. Aber das war schön gespielt. Also die Abstimmung stimmt, da dürfen wir uns echt nicht beklagen. Das ist ein schönes Ding, schönes Ding. Oben läuft er. Den habe ich gesehen, mein Freund, den habe ich gesehen. Ah, vorsichtig. Und in der ersten Halbzeit führen wir mit 1:0. Nach der ersten Halbzeit vor allem. Und ja, wir bestimmen hier das Spiel. Als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen. Du musst auch den Ballbesitz in der Angriffszone halten. Daran musst du arbeiten. Alles klar, Trainer, da haben sie recht. Stehe ich auf jeden Fall mit der Meinung bei ihnen. Aber wir führen 1:0. Bisher läuft alles nach Plan. Das sind halt Kleinigkeiten, die der Trainer wahrscheinlich anmerkt. Alter, was war das denn? Alles gut, ist noch bei uns. Eckball, oder? Komm schon. Ah, aber immerhin ein Einwurf.
Alter! Er ist von hinten richtig reingegrätscht. Oh! Schade. Schön gespielt. Ja, das war doch ein Elfmeter, oder nicht? Also ich meine, der Ball war zwar schon weg, aber der hat doch nicht den Ball gespielt, wie der da reingegangen ist. Naja. Wenn der Schiri das sagt, dann wird das schon so stimmen, ne? So haben wir das gelernt. Nicht aufregen, einfach weiterspielen und sich aufs Spiel konzentrieren. Ich brauche ein bisschen Hilfe, Freunde. Jawohl, genau so. Schöne Flanke! Oh. Schade. Gutes Spiel von Alex hier wieder. Sehr, sehr gutes Spiel. Oh, sauber, Alex. Also die Zweikämpfe klappen bisher auch wieder sehr, sehr gut. Scheiße. Aus der Drehung ist nicht gut. Nicht aus der Drehung den Pass fordern. Merkt euch das, Freunde. Oh, der war in die falsche Richtung. Wieso schwache Passansage? Das war doch gut. Ich wollte einen Doppelpass haben. Hätte er dahin gespielt in den Raum, wo ich reingerannt wäre, dann wäre es doch gut gewesen. Diese Bewertung ist manchmal echt ein bisschen komisch, ne? Aber was will man machen? Man soll sich ja nicht aufregen. Man soll sich zufrieden geben mit dem, was man hat. Und das Beste daraus machen. Und ich denke, das machen wir in den letzten Spielen auch. Zack, jawohl, Jungs. Das ist Kampf. Schön. Gehen wir ein bisschen weiter. Jawohl. Gib ihm! Oh! Jungs, 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 Jungs. Oh! Unser, oder? Jawohl. Genau, immer noch unser. Versuche ich ein bisschen frei zu laufen. Aber da vorne hier, Alter, die haben hier einen 12-Meter-Typen drin. Bisschen eng, das wird ein bisschen eng, das wird ein bisschen eng. Okay, dann muss ich kurz abgeben. Vorsichtig. Jetzt! Jetzt! Nein! Schade, wir sind nah dran am Tor. Wir sind nah dran dran. Nur das kleine Etwas fehlt noch zum Schluss. Hier, ich komme helfen. Jawohl. Und jetzt vielleicht mal. Oh! Der war gar nicht mal so schlecht. Der hätte vielleicht sogar sitzen können mit ein bisschen Glück. Ja gut, da hat natürlich noch ein Stückchen gefehlt, aber der hat sich noch reingedreht. So engstirnig wollen wir ja jetzt nicht sein, ne? Lauf, lauf, lauf. Ah, das war schlecht. Das war schlecht. Ich hätte eigentlich nochmal in die Mitte passen können. Da hatte ich jetzt gerade kurz den Tunnelblick wieder drin und wollte ihn einfach reinhauen irgendwie ins Netz. Was sind das für Annahmen, Freunde? Was habt denn ihr für Brüste? Boing, wie so eine Hüpfburg einfach. Doppelpass vielleicht, jawohl. Geh da mal mit da. Ja, oh shit, Mann, das war doch Ball gespielt. Scheiße. Schon wieder eine gelbe, ey, das gibt's nicht. Unnötig. Und das in der 89. Bei 1:0. Richtig unnötig. Aber solange wir die drei Punkte jetzt nach Hause bringen, ist alles gut. Vorsichtig, Jungs. Jetzt bitte nicht einkassieren da. Genau. Schönes Ding. Vielleicht geht noch was hier. Vielleicht machen wir doch noch ein Tor. Vielleicht machen wir doch noch ein Tor. Alter. Das wäre es jetzt nochmal gewesen. Ja! Nein! Aber wir haben die drei Punkte nach Hause gebracht. Sehr, sehr geil. Freunde, so gefällt mir das. Sei vorsichtig, sonst schwächst du dein Team. Was?
Ich war an dem Tor beteiligt. Bevor du es versuchst, solltest du deine Position vor dem Tor verbessern. Wie das immer so gesagt wird, voll abwerten, als wäre man nichts für das Team, so, weißt du? Aber wir haben 1-0 gewonnen, Trainer. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, sonst... Das verletzt meine Gefühle. Nee, alles gut. Alles gut. Die Attribute verbessern sich natürlich jetzt auch. Passen kommt ein bisschen mehr dazu. Schießen, Dribbling, da kommt ein bisschen das Gesamtpaket rum. Sehr schön. Was sagt die Bewertung? Wir sind kurz vor 71, haben jetzt die Hälfte geschafft. Ach, Freunde. Das sieht doch schön aus. Jetzt bin ich aber gespannt auf die Tabelle. Wo sind... Was? FA Cup? Ich will die Tabelle sehen. Was? FA Cup? Wie? Was? Wo? Hä? Nee, warte mal. Hey, was heißt denn das? Nächstes Spiel ist doch... Das ist FA Cup. Klar, das ist FA Cup. Natürlich, Mann. FA Cup, Freunde. Was sagt die Liga? Wir sind Dritter. Wir sind Dritter. Aston Villa und Derby haben wieder gewonnen. 3 Punkte fehlen uns noch. Aber Freunde, jetzt kommt erstmal FA Cup. Also nicht der Cup, sondern hier FA Cup, ey. Die FA Cup, wer kennt die nicht? Mega geil. Ja, rein da. Rein in die gute Stube gegen Notting. Gegen wen spielen wir da? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Notting irgendwas. Aber erstmal ist Trainingstag jetzt. Und das machen wir noch. Natürlich machen wir das noch, Freunde. Und dann geht's los im FA Cup, Alter. Wie geil. Today we work hard to achieve our best selves. This improvement starts with the training. With the hard work and effort we can accomplish this. Ja, natürlich, Dino, ich weiß es doch. Aber heute habe ich erstmal meinen Kopf Bereich vom FA Cup. Das ist ja auch dieses Jahr neu. Der FA Cup ist voll implementiert mit Scoreboard und allem drum und dran. Und ja, na klar, da freut man sich natürlich drauf. Und das ist natürlich auch eine neue Chance, im Pokal was zu reißen. Und das ist vor allem der Pokal der Pokale eigentlich. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns darauf sehr fokussieren. Was ist denn hier los gerade mit der Latte? Dass wir uns darauf fokussieren. Bam! Aufstehen, aufstehen! Oh Gott. Keine Chance. Und... Oh Gott. Wartet, wartet. Ah, die Kopfbälle sind noch ein bisschen low. Aber das ist nicht low. Das ist sehr gut. Und das ist wieder nicht so gut. Oh, wie soll ich denn da rankommen? Da kann ich aber rankommen. Jawohl. Zack. Vielleicht noch einen. Oh, das gibt's nicht. Mann, wir sind so nah dran am Excellent. Oh, wichtig. Wichtig, jawohl. Oh, diese Latte immer. Dann machen wir es halt so. Okay, das Training ist jetzt natürlich jetzt wichtig, gerade vor dem FA Cup, Alter. Boah, ich bin so aufgeregt, ich freue mich da mega drauf. Oh, nice. Ah, Alex, komm. Schönes Ding. Ist noch heiß! Ist noch heiß! Und wie? Oh, diese Latte immer. Dann diese Köpfbälle, Mann. Oh, scheiße. Wir schaffen es wieder nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Ich will das A haben. Ich will jetzt sofort das A. Schön. Vielleicht sollten wir das lieber so versuchen. Ja, wow. Schön. Schön. Komm, Alex. Jetzt hauen wir das A raus hier. Wir kriegen einfach keinen Druck hinter dem Ball, ne? Das gibt's nicht. Oh, das ist alles zu harmlos. Komm schon.
Oh Mann, das schaffen wir diesmal wieder nicht. Jawohl. Nein! Komm, einen noch. Jetzt, bitte! Nein! Wenn er reingegangen, dann hätten wir es, glaube ich, geschafft. Komm, einmal noch. Wir versuchen das. Leute, ich halte immer fest am A. Ich will das A haben. Deswegen ist mir das auch wichtig hier. Deswegen müssen wir den auch reinballern. Also, weil der Spasti hier... Jawohl. Ja, der ist Geschichte. Komm schon. Oh. Vielleicht mal annehmen da. Das gibt's nicht. Also das ist bisher echt eine schlechte Runde hier. Komm schon. Alter, der Keeper hält aber auch alles, ne? So krass. Guck dir das mal an. Pfosten, Latte oder was? Ernsthaft? Schön. Oh, das war schlecht. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Da müssen wir das jetzt hier machen. So. Das hatten wir gerade schon mal in der Übung. Hier können wir ein bisschen wieder das Zirkeln versuchen. Oh, sauber. Läuft doch. Das sieht doch schon ganz anders aus hier. Das sieht doch schon viel, viel besser aus. Schade. Oh, oh. Der ist zu schnell. Alter, bist du verrückt? Das war ein Foul, Mann. Nicht gut. Aber jetzt vielleicht mal den Zirkler bringen. Jawohl. Oh, ist noch. Schade. Was war das denn? Das war ja richtig Verschwendung. Okay, vorsichtig. Oh, schön! Latte! Aber der hat gesessen. Der hat gesessen. Nein, wie kann man den nicht machen? Oh, diese Tore, Mann, die müssen doch sitzen. Oh, das ist alles wieder zu verspielt und zu harmlos. Aber jetzt, jetzt sitzt er. Ich spür's. Bam! Und zirkeln. Yes! Sehr schön. 20 Sekunden haben wir noch. Oh, traumhaft. Und der hält den, ne? Bist du verrückt? Jetzt aber. Endlich. Komm, einen Versuch noch. Und den vermasseln wir so. Das gibt's nicht. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Jetzt aber ein bisschen mehr Konzentration. Und nicht so verspielt. Ja, sag das und ballert den so weg, weißt du? Das gibt's nicht. Kevin, du bist echt scheiße gerade. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ich bin eingeengt. Hilfe. Alter. Hey Leute. Schiri, gibt's hier keinen Schiri oder was? Jetzt komm. Jawohl. Endlich mal. Ja, nice. Alex, ich brauch dich, jawohl. Jetzt, oh, bam. Oh Mann, ist das schlecht. Jawohl, endlich mal wieder. Komm schon, wir haben noch 45 Sekunden. Oh, ist das schön gespielt.
Nein, Kevin, was machst du? Oh, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. So viel Zeit verloren gerade. Schön. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Och Mann, komm einmal noch, bitte. Ich will doch einfach nur dieses scheiß A. Das kann doch nicht so schwer sein. Was mache ich denn? Ich bin wahnsinnig. Jetzt aber. Der Keeper hält ihn halt auch noch, ne? Guck dir das mal an. Das ist gerade echt, ich bin gerade ein bisschen raus, glaube ich. Ja, aber sowas von. Komm schon! Jawohl! Endlich mal, ey. Boah, der hält ihn einfach. Abseits, scheiße. Ja, nee, wie geht das denn? Das kann doch nicht sein. Der hält alles. Der hält einfach alles. Oh, ist das ärgerlich. Den kriegt er jetzt auch. Pass mal. Oh, nee, kriegt er nicht. Endlich mal. Komm, 34 Sekunden noch. Yes. Alter, du Scheiß. Gib mir den Ball. Mann, du kleiner. Das kriegen wir wieder nicht. Das ist so viel Zeit, ne? Zeit ist weg. Das war's. Einmal noch. Leute, es tut mir leid, aber ich brauche das. Wir brauchen dieses A. Und dafür muss ich mich konzentrieren. Ich weiß. Und ich schieße gegen die Latte. Das gibt's nicht. Diese Scheißverteidiger, ne? Wunderschön. Wir brauchen diese Tore. Jawohl, komm, einfach reinmachen jetzt. Yes, Mann, endlich. Oh, wenigstens mal ein Abschluss. Komm, Alex. Wichtig, jawohl. Jetzt läuft's. Was ist das denn? Ernsthaft? Zack. Schön. Oh Gott, was mache ich denn? Mach ihn. Das kann nicht sein. Komm schon. Oh. Okay, einfach rein damit jetzt. Zack. Der muss jetzt sitzen. Die müssen jetzt alle sitzen hier. Aber ich sag ja, Training halt, ne? Mann, 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 Mann. Nein! Wir haben noch 15 Sekunden. Komm schon, lauf. Okay, Alex. Ist jetzt wichtig, dass wir hier... Bam! Ja, Mann. Einmal noch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin überfordert. Hallo.
ein B. Immerhin B. Besser als nichts. Oh Gott. Das war heute mal ein bisschen etwas anstrengenderes Training. Also C und B ist ja jetzt nicht so prickelnd. Aber gut. Leute, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge wieder im FA Cup, Freunde. Wenn ihr Bock habt. Viel Spaß noch und tschüss.